Corinna. Guten Morgen, Basti. Guten Morgen, liebe Kids. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Online-Kigo-Folge. Ich finde es richtig genial, dass ihr dabei seid. Kurz nach Ostern wird ein volles Programm, oder? Ja, ein volles Programm. Wir hatten richtig coole Specials mit der Desiree. Vielen Dank dir nochmal. Ja. Wir hoffen, ihr habt das auch so genossen. Und wir starten jetzt wieder richtig durch mit unserer Serie. So sieht's aus, genau. Und ich weiß nicht, Basti, wie war denn bei dir Ostern? Habt ihr irgendwelche so Familientraditionen, was ihr macht, oder? Ja, wir haben so Familientraditionen, dass meine Mama versteckt immer ganz viele so Schokoeier, Schokohasen und alles Mögliche, was es dann noch aus Schokolade gibt. Ja. Und dann suchen wir die fleißig im Garten. Oh, wie cool. Vielleicht habt ihr auch sowas gemacht. Kids, ja. Ihr könnt uns auch gerne mal Bilder schicken oder irgendwelche coolen Ostersachen, die ihr so gemacht habt. Wie hast du Ostern verbracht, Corinna? Also bei uns ist tatsächlich so, von meinem Mann, die Mama, die kommt aus Amerika und die lieben so Ostereiersuche und jetzt ganz viele, ich glaube so 50 Eier, auch so Schokoladeneier, so Plastikeier, überall versteckt. Und da gibt es einen kleinen Wettbewerb, wer am meisten in einer kurzen Zeit findet. Und dann suchen alle. Und das war aber auch richtig, richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, sehr cool. Ja, sehr nice. Und ich würde sagen, hey Kids, lasst uns doch gemeinsam mit einem Gebet starten in diese Woche. Und so schön, wenn ihr daheim auch mitbetet. Jesus, ich danke dir einfach für dieses Osterfest. Ich danke dir, dass wir wirklich eine tolle Zeit haben durften, dass wir auch Ostern erleben durften, Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist, Jesus, dass wir in Freiheit leben dürfen. Und ich danke dir auch einfach, dass du jetzt die kommenden Wochen segnest, auch jetzt dann hinsichtlich Pfingsten, dass wir uns auch da wieder freuen können, Jesus, auf den Heiligen Geist. Und sei du einfach jetzt bei uns und mach, dass wir eine geniale Zeit zusammen haben. Amen. Amen. Und wir starten jetzt wie immer wieder durch mit Lobpreis und dafür könnt ihr alle einmal aufstehen und euch bewegen, tanzen. Wir wollen mit unseren Liedern Gott loben, weil Gott so gut zu uns ist und das machen wir jetzt. Deine Not ist riesengroß, du fühlst dich allein gelassen. Nichts funktioniert mehr, wie es soll, die ganze Welt scheint dich zu hassen. Wenn du traurig bist und es nicht verstehst, gibt es jemand, der dich sieht? Gott ist für dich da, er ist dir ganz nah. Gott wird zu dir stehen, du wirst schon sehen. Er weiß, wie du dich fühlst, liebt dich, wie du bist. Hält, was er verspricht, vergiss dich nicht. Weiß nicht, wie's weitergehen soll, was dich auf deinem Weg verirrt. Hast keine Ahnung, was alles soll, und du fühlst dich nur verwirrt. Wenn du traurig bist und es nicht verstehst, gibt es jemand, der dich sieht? Gott ist für dich da, er ist dir ganz nah. Gott wird zu dir stehen, du wirst schon sehen. Er weiß, wie du dich fühlst, liebt dich, wie du bist. Hält, was er verspricht, vergiss dich nicht. An guten und an schweren Tagen will ich dir sagen, Gott ist da. Vergessen, Gott ist da. Gott ist für dich da, er ist dir ganz nah. Gott wird zu dir stehen, du wirst schon sehen. Er weiß, wie du dich fühlst, liebt dich, wie du bist. Hält, was er verspricht, vergiss dich nicht. Gott ist für dich da, er ist dir ganz nah. Gott wird zu dir stehen, du wirst schon sehen. Er weiß, wie du dich fühlst, liebt dich, wie du bist. Hält, was er verspricht, vergiss dich nicht.
schön, dass du da bist. Komm, lass uns singen von unserem guten Gott. Der hat alles gemacht, was du siehst. Und die Bäume und die Berge. Guck einfach raus aus dem Fenster. Du selber bist von ihm gemacht. Er ist gut. Ein guter Gott bist du. Das rufe ich dir zu. So groß und furchtbar stark. Ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Komm, sing für ihn. Das Schöne, was ich um mich sehe, hast du gemacht. Das Schöne, was ich um mich sehe, hast du für mich gemacht. Mit deiner großen Fantasie, dir alles ausgedacht. Sag mir was. Die Sonne, Mond und Sterne, das Riesenhimmelszelt. Und noch? Die Bäume und die Berge. Mein Leben und die Welt, der ist gut. Ein guter Gott bist du, das rufe ich dir zu. So groß und furchtbar stark, ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Ich mag dich, Gott, ich hab dich lieb. Das Schöne, was ich um mich seh, komm schon. Das Schöne, was ich um mich seh, hast du für mich gemacht. Ja. Mit deiner großen Fantasie dir alles ausgedacht. Jetzt sag mir was. Die Sonne, Mond und Sterne. Ja. Das Riesenhimmelszelt. Was noch? Die Bäume und die Berge. Mein Leben und die Welt. Ein guter Gott bist du, das rufe ich dir zu. So groß und furchtbar stark, ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Sing, ein guter Gott, jetzt geht's los, kommt richtig laut. Ein guter Gott bist sing, komm. Du, ich kann dich hören. Dir zu, so groß und furchtbar stark. Ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Komm, sing für ihn, letztes Mal. Ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Ich mag dich, Gott. Du bist einfach gut. Alles, was du gemacht hast, ist gut. Basti, ja. Wir haben ja immer was ganz Geniales. Und zwar ist es unser Gewinnspiel. Ich hab's schon vermisst. Das Special war richtig cool. Ja. Aber das Gewinnspiel habe ich vermisst. Ich auch. Und Kids, wir haben uns wieder was überlegt. Beziehungsweise, lass uns mal kurz gucken, letztes Mal, was hatten wir denn für ein Gewinnspiel? Letztes Mal musste man so Buchstaben zusammenlegen. Das ist jetzt ja schon echt lange her. Aber ich glaube, das Lösungswort, das war ein Satz. Ach, das war nicht nur ein Wort, das war ein ganzer Satz. Das war ein ganzer Satz und es hieß, wir lieben Ostern. Ah. Und richtig viele von euch haben das richtig aufgeschrieben. Mhm. Und wir haben 3 Gewinner ausgelost. Und wir gucken jetzt mal rein, wer von euch gewonnen hat. And the winner is... Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Gewinner. Sehr, sehr cool. Ihr bekommt jetzt bald Post von unserem Online-Kiko mit einem kleinen Surprise-Geschenk. Ihr könnt euch wirklich freuen. Und alle Kids, die mitgemacht, aber nicht gewonnen haben, hey, seid nicht traurig. Ihr habt eine wirklich gute, große Chance, beim nächsten Mal zu gewinnen. Deswegen macht auf jeden Fall mit. Genau. Guck mal, wir hatten jetzt ja gerade Ostern und ich sehe hier noch so ein paar letzte Osterhasen, die hier rum. Ja, ich habe auch noch einige. Ich glaube, die haben jetzt die ganzen Eier versteckt, aber die wuseln jetzt hier rum und freuen sich auf den Sommer. Und darum geht es auch heute bei unserem Gewinnspiel. Mhm. Denn die Osterhasen, die sind auch nach Ostern beim Online-Kiko noch mit am Start. Und ihr könnt mal alle Hasen, die ihr hier im Laufe der Folge seht, könnt ihr zählen und dann ins Gewinnspielformular eintragen. Und wer weiß, vielleicht seid ihr schon die nächsten Gewinner. Genau, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ihr schafft das. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was wir in unserer Serie jetzt noch so alles vor uns haben. Ne? Ja. Und ich würde sagen, lass uns mal zusammen einschauen. Da schauen wir jetzt mal rein. Musik.
scheint es das mit der Zündelverlust aber nicht wirklich weiterzuhelfen. In dem Fall nicht. Ansonsten ist das echt ein wichtiges Thema. So wie du immer davon redest, scheint es so zu sein. Aber was haben wir noch für Beweise? Was können wir mit der Mütze machen? Darauf freue ich mich schon mal. Ich habe ein neues Gerät gekauft. Nämlich kann ich hiermit eine Polymerase-Kettenreaktion hervorrufen, indem ich die DNA scanne in Tandem-Wiederholungen und damit speichere. Ach so, klar. Und jetzt nochmal auf Deutsch? Naja, wie in einem Film. Ich speichere halt die DNA und wenn wir was Neues finden, vergleiche ich das einfach, ob es dieselbe Person ist. Verstehe ich immer noch nicht, aber es hört sich nützlich an. Gut, dass du das gemacht hast. Ja, es dauert nur noch ein bisschen. Solange können wir die anderen Beweise noch anschauen. Die Fotos brauchen wir erstmal nicht. Was ist mit dem Stick hier? Kannst du schauen, ob da was drauf ist? Ja, klar. Ich stell dir mal ein. Und? Ist was drauf? Warte. Ja. Hier ist ein Textdokument. Mehr nicht. Und wie heißt das? Es heißt, auf keinen Fall öffnen, wenn nur Sachen drin sind, die uninteressant sind. Also wenn du mich fragst, klingt das richtig interessant. Mach auf, bin schon dabei. Oh nein, wie süß. Der gefährliche Schmuckdieb Markus schreibt Tagebuch. Nein, nicht dein Ernst. Ja. Was schreibt der? Liebes Tagebuch, heute ist es passiert. Die wertvolle Smaragdsammlung wurde aus dem Museum geklaut. Das Problem ist nur, dass es nicht von mir geklaut wurde, sondern von diesem blöden Matthias Nordmann. Ich muss die Smaragde haben. Ich weiß aber nicht, wie ich an die drankommen soll. Hilft uns das irgendwie weiter? Naja, es gibt noch einen zweiten Eintrag. Liebes Tagebuch, Bernd hat mich heute ausgelacht, weil jeder Tag bei mir genau gleich ist. So bin ich halt und ich finde es wichtig, jeden Tag um 15 Uhr mein Nachmittagskaffee in meinem geliebten Schuppen zu trinken. Gibt's noch mehr Einträge? Nein, das war der letzte. Ach Mann, ich dachte schon, wir finden richtig gute Hinweise darauf. Hast du eine Idee, wie wir weitermachen könnten? Ich schau mir noch mal den Zettel an. Wieso ist uns das nicht früher aufgefallen? Was denn? Der Eintrag, Dienstag 16 Uhr, Untersteinweg 17. Das ist wichtig. Die Adresse kommt mir von irgendwo bekannt vor. Das ist in der Innenstadt. Und vor allem ist das in einer Stunde. Es ist schon 15 Uhr. Um 15 Uhr war doch auch irgendwas. Um 15 Uhr trinkt Markus immer seinen Kaffee im Schmuckschuppen. Aber das ist ja jetzt wohl egal. Doch, das ist es. Früher oder später wird uns Markus wieder einfangen wollen. Wir müssen ihn nur zuerst finden. Aber wenn wir jetzt noch zum Schmuckschuppen wollen, dann schaffen wir es doch niemals pünktlich zum Untersteigweg. Und wir wissen auch nicht mehr, was uns da erwartet. Markus meinte ja, dass der erste Zettel vielleicht für den Käufer war, vom Schmuckdieb. Das könnte mit dem zweiten doch genauso sein. Vielleicht ist das der Übergabeort von den Smaragden. Stimmt. Dann haben wir aber auf jeden Fall nicht viel Zeit, um Markus zu fangen. Was war das denn jetzt? Oh, das war mein DNA-Gerät. Es ist fertig gespeichert. Jetzt können wir jede neue Spur damit abgleichen. Das klingt gut. Aber jetzt müssen wir als erstes einen Plan machen. Wenn wir um 15 Uhr am Schmuckschuppen sein wollen, das schaffen wir nicht pünktlich. Das heißt, dass wir trotzdem zuerst zum Schmuckschuppen müssen. Und dann Markus fangen. Und sobald Markus gefangen ist, müssen wir direkt weiter zum Untersteigweg. Und dort Matthias Nordmann fangen. Und am besten notfalls die Polizei rufen. Du hast recht. Ich nehme ein Seil mit, dann können wir Markus fesseln und du nimmst dein Handy mit. Dann können wir die Polizei anrufen, okay? Hab ich. Dann nichts wie los. Denkst du, die Tür ist offen? Ich weiß es nicht. Notfalls habe ich immer noch den Schlüssel. Ist zu. Hoffentlich hat er uns nicht gehört. Vielleicht ist er gar nicht da. Aber er hat geschrieben, jeden Tag 15 Uhr trinkt er Kaffee. Wie spät ist es denn? 15.09 Uhr. Das könnte noch passen. Dann schauen wir durchs Fenster. Er ist da.
Ich verstehe das nicht. Habe ich die Kinder jetzt hier eingesperrt? Habe ich die Kinder nicht hier eingesperrt? Ah, oh, das Alter hat nichts Schönes. Und aus diesem doofen Zettel hier werde ich auch nicht schlau. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist doch nicht mehr normal. Und ja, habe ich die jetzt hier eingesperrt? Ich weiß es nicht mehr. Das Spiel ist auszuhören, Onkel! Was soll denn das? Ey, wir haben alle Beweise. Ja. Du kannst nicht davon. Was für Beweise? Ihr habt gar nichts. Was? Au, was soll denn das? So viele Fragen. Ja. Was macht ihr überhaupt hier? Warum wusstet ihr denn, dass ich hier bin? Also eine Antwort kann ich dir geben. Wir haben dein Tagebuch gelesen. Was? Ihr habt mein Tagebuch gelesen? Süß. Das sowas macht man nicht. Das gehört sich einfach nicht. Ja, genau. Aber schwach steht man im Kindersperrt von ein. Das ist doch was ganz anderes. Also wirklich. Richtig. Es ist viel schlimmer. Gar nicht wahr. Und jetzt, was soll das? Macht mich los. Nee. Wir müssen erstmal weiter. Wir haben genug geredet. Aber wir müssen noch die Polizei rufen. Wenn wir jetzt warten, bis die Polizei da ist, dann haben wir unseren Termin um 16 Uhr ganz sicher verpasst. Ja, du hast recht. Die Könnt Polizei ihr mich jetzt, macht mich da jetzt mal los, Mensch. Rennst du weg, Markus? Ja, sehr lustig. Vielen Dank. Nichts wie Hey, groß. Hilfe! Hey, was soll denn das? Das sage ich euren Mamas! Das hier ist Haus Nummer 15. Gleich sind wir da. Och Mann, jetzt habe ich echt Angst. Was erwartet uns wohl? Natürlich, Matthias Nordmann, aber was hat er wohl mit uns vor? Er geht ja davon aus, dass wir die Käufer sind. Also wird er uns ja wohl nichts tun, solange er Geld von uns in Aussicht hat. Ja, aber wir haben ja gar kein Geld. Wir können uns ja die Situation erstmal anschauen und je nachdem die Polizei rufen. Ja, du hast recht. Nummer 17. Das muss es sein. Ich glaube, hier geht's rein. Wie spät ist es? Sind wir schon zu spät? 15.59 Uhr. Genau pünktlich. Wieso ist die Tür offen? Keine Ahnung. Dann gehen wir da jetzt rein. Aber ganz leise. Matthias darf uns auf gar keinen Fall hören. Okay, ich gehe vor. Hey Kids, wie schön, dass ihr heute dabei seid. Egal, wann ihr den Online-Kigo anschaut, heute geht's rund um die Kreuzigung von Jesus und was an Karfreitag alles so passiert ist. Und ich möchte gerne einfach mit euch zwei Punkte heute anschauen. Und zwar zum einen, was ist damals denn passiert und warum musste Jesus überhaupt sterben? Und was hat das Ganze denn eigentlich mit dem Thema Sünde zu tun? Denn wir sind auch in einer neuen Themenreihe. Und die Dani hat letzte Woche schon angefangen und hat ganz viel über das Thema Sünde gesprochen. Was ist denn überhaupt Sünde und warum sündigen wir überhaupt? Und da möchte ich auch heute anknüpfen. Aber bevor wir damit starten, möchte ich gerne, dass wir gemeinsam in Karfreitag eintauchen und nochmal gemeinsam sehen, was damals passiert ist und was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist Jesus. Heyo! Jesus ist der Retter der Welt und der Sohn Gottes. Als Jesus auf der Erde war, erzählte er allen von der Liebe Gottes. Er heilte viele Menschen von ihren Krankheiten, er ließ Wunder geschehen, er stillte zum Beispiel einen Sturm. Und sogar Tote ließ er wieder auferstehen. Wahoo! Die jüdischen Gelehrten mochten das gar nicht, was Jesus alles tat. Und noch weniger, dass er sagte, er sei der Sohn Gottes. Also machten sie einen Plan, um Jesus festzunehmen und ihn für immer loszuwerden. Judas, einer der Jünger Jesu, verriet Jesus an die Pharisäer. Komm hin. Und er bekam Geld dafür. Jesus war im Garten und betete, als Judas den Männern zeigte, wer Jesus ist. Jesus wurde festgenommen und vor die obersten Befehlshaber geführt. Und sie würden entscheiden, was passieren sollte. Vor dem Hohen Rat der religiösen Leiter wurde Jesus gefragt, ob er der Messias ist, der Befreier der Juden, und ob er es wagen würde, sich selbst Sohn Gottes zu nennen. Und Jesus antwortete, ihr sagt es, ich bin es. Die Leiter wurden sauer. Sie sagten, Jesus ist schuldig, er verdient zu sterben.
Also schleppten sie Jesus vor den römischen Oberbefehlshaber Pilatus. Er hörte sich alles an. Pilatus hielt Jesus eigentlich nicht für schuldig. Seems okay to me. Deshalb sagte er, Jesus solle körperlich bestraft werden und danach wieder freigelassen werden. Aber die Zuschauermenge tobte. Sie wollten Jesus tot sehen. Pilatus gab dem Druck nach und überließ es Jesus den Soldaten, um ihn zu kreuzigen. Jesus wurde stark verletzt und angespuckt. Ihm wurden die Kleider vom Leib gerissen und eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Er wurde so übel geschlagen, dass er kaum noch auf seinen eigenen Beinen stehen konnte. Und dann sollte er auch noch ein schweres Kreuz selbst den hohen Berg hochschleppen. Hierfür benötigte er Hilfe, da er viel zu schwach war. Auf dem Hügel Golgatha angekommen, wurde Jesus von den Soldaten ans Kreuz genagelt und zum Sterben aufgehängt. Als Jesus dort am Kreuz hing, riefen viele Menschen: Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, errette dich doch selbst vom Kreuz und komm herunter. Aber Jesus wusste, dass er für die Sünden der Welt sterben musste. Mittags wurde es plötzlich ganz dunkel. 3 Stunden später atmete Jesus ein letztes Mal. Genau in diesem Moment zerriss im Tempel der Vorhang, der den heiligen Bereich von den Priesterräumen trennte. Nach allem, was passiert war, sah einer der Soldaten und sagte: Ja, das war wirklich der Sohn Gottes. Dann kam ein guter Mann, der Josef hieß, und er nahm Jesu Leichnam und beerdigte ihn. 3 Tage vergingen und alle Hoffnung schien verloren. Wow, ich finde es immer wieder richtig krass und mich berührt es einfach zu sehen, was Jesus da alles gegeben hat am Kreuz und dass er diesen Weg auf sich genommen hat. Und es ist aber richtig genial zu sehen, hey, was hat es eigentlich mit uns zu tun? Und das frage ich mich auch jedes Mal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, was hat denn es damit mit mir, mit meinem persönlichen Leben zu tun, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Und wir haben jetzt ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, es geht auch um Thema Sünde. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit euch ein kleines Experiment machen. Und anhand von diesem Experiment können wir sehen, was überhaupt die Kreuzigung mit Jesus mit Sünde zu tun hat und was mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. So Kids, und zwar in diesem Experiment will ich euch das einfach nochmal zeigen, wie das ist, wenn wir sündigen oder was Sünde einfach in unserem Leben macht. Und hier diese Schüssel, die soll für Gott stehen. Und da mache ich jetzt einfach mal Wasser rein. Das könnt ihr auch daheim nachmachen. Ich glaube, viele von euch kennen vielleicht schon das Experiment. Und es ist so, dass jetzt hier dieser Pfeffer. Pfeffer steht für all die ganzen Fehler oder für Sünde. Für all das, was wir genau Menschen machen so im Leben oder wenn man auch irgendwie, genau, wenn was Doofes passiert. Also dieser Pfeffer oder die ganzen Pfefferkörner stehen einfach für unsere Sünden im Leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, zu Gott zu kommen, ich mache jetzt meinen Finger hier rein, okay, Gott kann man nicht mehr sehen, ne? Der Zugang zu Gott ist ein bisschen schwierig und auch die ganzen Sünden, die bleiben hier an uns haften. Und das war, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Und nach Karfreitag, als er das alles auf sich genommen hat, hat sich das geändert. Und zwar ist es so, dass jetzt hier Spülmittel drin ist. Und genauso wie Spülmittel, das macht ja Sachen wieder sauber oder auch den ganzen Schmutz weg. Und dieses Spülmittel soll für Jesus stehen. Und wenn ich da jetzt einfach den Finger reinmache in das Spülmittel und dann hier in das Gefäß, Achtung. Okay, seht ihr schon, es hat ein bisschen was gebracht. Ich mache es nochmal. Man sieht schon wieder Gott richtig. Man, hier der Pfeffer, all die ganzen Sünden, es geht alles auf die Seite. Und das Wasser wird wieder klarer und der Weg ist frei zu Gott. Und es soll einfach zeigen, hey, durch das, was Jesus getan hat, dass er am Kreuz von Sünden gestorben ist, der Weg zu Gott wieder frei und die ganzen Sünden haben keine Macht mehr in unserem Leben.
Und das Experiment soll uns zeigen, obwohl Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, obwohl er all die Schuld auf sich genommen hat für unsere Sünden und obwohl wir auch reingewaschen sind jetzt durch das Blut von Jesus, dass wir trotzdem auch mal Fehler machen. Hey, wir sind nicht perfekt und auch wenn wir jetzt durch das Opfer von Jesus rein und gerecht sind, ich meine, er hat alles auf sich genommen, dass wir einfach jetzt in Reinheit und in Gerechtigkeit leben können, aber trotzdem passiert es, dass wir Fehler machen, dass wir auch mal andere Menschen verletzen und dass wir Dinge tun, die einfach nicht gut und nicht richtig sind. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir uns jederzeit daran erinnern, durch das Opfer von Jesus, was er getan hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünden, für unsere Schuld, dass wir rein und gerecht sein können und dass der Weg frei ist zu Gott. Das haben wir gesehen im Experiment, dass einfach das durch dieses Opfer von Jesus, dass der Weg zu Gott frei ist und dass wir direkt zum Vater kommen können. Und ich finde es einfach genial, jedes Mal zu sehen. Und ich möchte euch einfach gerne zwei Dinge mitgeben auf dem Weg. Und zwar zum einen, hey, seid euch bewusst dieser neuen Identität, die wir haben in Jesus. Er hat uns eine neue Identität gegeben durch sein Opfer, dass wir rein und gerecht sind, dass wir jederzeit zu Gottes Thron kommen können und dass wir, auch wenn wir Fehler tun und wenn wir auch mal Dinge tun, die nicht gut und nicht richtig sind, dass wir wissen, hey, Jesus kann uns und vergibt uns dafür. Und ich glaube, auch durch diese neue Identität merken wir, wenn wir was nicht Gutes machen. Also ich weiß nicht, ob das euch mal passiert ist. Ich war auch schon mal dabei, echt was richtig Doofes zu tun und irgendwie habe ich in mich reingehört und habe auch einfach zu Gott geredet und gebetet und habe gemerkt, hey, das ist eigentlich nicht richtig, was ich gerade mache. Und genauso könnt ihr das auch machen. Wenn ihr gerade nicht wisst oder irgendwas dabei seid zu tun und ihr wisst nicht, hey Gott, ist es wirklich das Richtige oder kann ich das so sagen oder soll ich wirklich jetzt so sein zu meinen Mitmenschen, kann ich so reden zu meinem Papa oder zu meiner Mama, dann redet zu Gott und frag ihn einfach um Rat. Und ich glaube, ihr werdet ganz tief innen drin spüren, wenn ihr ein Kind Gottes seid, hey, ist es das Richtige, soll ich das tun oder soll ich es lieber nicht tun? Und das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist einfach, ihr könnt jederzeit vor Gottes Thron kommen und einfach um Vergebung bitten. Denn ich glaube, niemand ist perfekt, das haben wir schon so oft gehört, jeder macht Fehler im Leben und ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal gesündigt oder echt was getan, was andere Menschen verletzt hat. Aber der Weg zum Vater ist frei. Das bedeutet, wir können jederzeit kommen und sagen, Jesus, bitte vergib mir einfach dafür. Ich weiß, es war nicht richtig, es war nicht in Ordnung. Und durch das Opfer von Jesus am Kreuz ist dieser Weg frei. Und wir dürfen auch Vergebung erfahren. Und ich möchte jetzt einfach heute noch mit euch gemeinsam beten. Und ich möchte euch daheim einladen, mitzubeten. Jesus, ich danke dir einfach für dein Opfer, was du getan hast, dass du all diesen schmerzhaften und diesen traurigen Weg auf dich genommen hast, Jesus, und für uns am Kreuz gestorben bist, dass du aber unsere Schuld, unsere Sünde reingewaschen hast, Jesus, dass wir einfach in Freiheit leben dürfen, dass wir rein und gerecht sind und dass wir auch diese neue Identität, die wir durch dein Opfer haben, dass wir die annehmen dürfen, Jesus, und annehmen können, Jesus. Ich danke dir einfach, dass du einfach tief in uns lebst und dass auch wenn Momente kommen, wo wir Fehler gemacht haben oder dabei sind, Fehler zu tun, Jesus, dass du mit deiner Reinheit, mit deiner Heiligkeit einfach zu uns sprichst und uns einfach ganz klar den Weg zeigst, Jesus. Danke, dass wir immer wissen und uns darauf verlassen können, dass du einfach uns zur Seite stehst, dass du der Mittelpunkt bist in unserem Leben. Und ja, wir blicken jetzt einfach auf Ostern und wir dürfen uns freuen, Jesus, dass du auch all das auf dich genommen hast und aber auch überwunden hast, Jesus, dass du das Kreuz auf dich genommen hast, für einfach wirklich, dass wir in Freiheit leben dürfen, Jesus. Dafür danken wir dir und sagen zusammen Amen. Hey, cool, vielen, vielen Dank für deine Andacht. Das war richtig cool. Dankeschön. Danke. Ich habe wieder viel gelernt, wie immer, wenn du deine Andacht hältst. Ich hoffe, dass die Kids auch viel mitnehmen konnten. Und ich liebe es einfach, aus Ostern rauszugehen mit dem ganzen Elan und alles, was Ostern einfach so mit sich bringt. Genau, richtig cool. Und genauso ist auch der Josh. Also ich habe gehört, der Josh, der hat richtig, richtig Bock, mit euch ein paar coole Spiele zu machen. Basti, hast du schon was mitbekommen, was der so vorhat? Ich habe schon was mitbekommen. Ich glaube, ich habe auch mitgespielt. Da gucken wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Hey Online Kiko Kids, herzlich willkommen. Aber Basti, ich sehe hier schon Balzen ABC. Was spielen wir denn? Wir haben heute Buchstabenkekse dabei. Let's go. Und unser Spiel heißt Buchstabenkekse erraten. Und ich demonstriere das einmal. Wir haben hier verschiedene Buchstaben und ich werde gleich Josh einen Keks geben. Josh hat die Augen zu und Josh nimmt den Keks in seinen Mund und muss erraten, was für ein Buchstabe das ist. Bist du bereit? Mhm. Okay Kids, ihr könnt schon mal gucken, was das für ein Buchstabe ist. Okay, Josh, viel Spaß damit, Opa. Die Zeit, die Zeit. Oh, und ja, die Zeit habe ich. 15 Sekunden ab jetzt. Oh. Was fühlst du? W. Ja, W. Yeah, sehr gut. Okay, Basti, ich gebe dir einen Augen zu. Ich mache meine Augen zu. Ich suche mal einen guten raus. Wichtig ist, ich suche einen, der nicht zerbrochen ist. Und einen, der lecker schmeckt, bitte. Und Start.
Hm. Ich glaube, es ist ein A. Ja, 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 jetzt ist ein A. Okay. Ich habe geschmeckt, als ich drauf gewusst habe. Boah, ich glaube, der ist schwer, Kids. Guck mal hier. Hm? Hast du gesehen? Oh, die Zeit ab jetzt. Hä? Nee. Oh. Warte. Ein R. Ja. Also ich würde sagen, es war ein A. Aber ich glaube, es war ein A, wo so ein kleiner Gliss drin war. Das war sehr schwer. Ja, egal. Das tut mir leid. Okay. Damit steht es 1-1. Du kannst das Spiel gewinnen. Ja. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Eins. Okay, Kids, guckt. Und auf. Und. Auf die Plätze, fertig, los! Boah. Ein G? Ja, es war ein G! Herzlichen Glückwunsch! Yes, und ihr könnt es zu Hause nachspielen. ABC, das gibt es überall zu kaufen. Alright, ihr Lieben, ciao! Hey, mach's gut, ciao! Richtig, richtig cool. Ja. Kids, wir sind schon wieder am Ende von dieser tollen Online-Kigo-Folge. Das war's. Echt schnell. Aber wir haben gute Nachrichten. Wir haben hunderte Online-Kigo-Folgen auf unserem YouTube-Kanal. Das heißt, wenn du morgen nicht weißt, was du gucken kannst, check einfach nochmal die alten Folgen ab. Yes. Ansonsten sind wir am Sonntag auch wieder am Start oder unter der Woche auch bei Instagram. Folge uns super gerne auf Instagram bei @onlinekigo und schick uns auch Stories, Fotos, wie ihr tanzt, wie ihr den Online-Kigo schaut als Familie. Immer gerne über Instagram, da freuen wir uns riesig darüber, wenn ihr uns da Bilder schickt. Genau, und ansonsten haltet die Ohren steif, so wie die Häschen. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Und zum Abschluss, Basti, möchtest du noch mit uns beten? Ja. Yes. Jesus, ich danke dir für alles, was wir heute gelernt haben. Ich danke dir, dass du so unglaublich gut bist. Ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Und ich bete für jedes Kind, was jetzt in Online-Kigo guckt. Jesus, ich bete, dass du jedes Kind segnest, dass du die Woche von jedem Kind segnest. Und dass wir einfach immer mehr lernen und spüren, wie gut du bist und wie sehr du uns liebst, Jesus. Amen. Amen. Macht's gut, Kids. Bis Macht's bald. Gut. Bis nächste Woche.